Tennisprofi Maximilian Matterer kann seine Niederlagenserie nicht stoppen. Der 23 Jahre alte Nürnberger musste zum Auftakt des ATP-Turniers von Stockholm bereits seine sechste Erstrundenschlappe in Serie bei ATP-Turnieren seit Anfang August hinnehmen. In Runde 1 unterlag der Franke nach 2:36 Spielzeit dem Schweden Elias Ymer mit 6:4, 5:7, 5:7. In der zweiten Runde des mit $612.755 dotierten Traditionsturniers, das seit 1969 ausgetragen wird, trifft Ymer nun auf den an Nummer 4 gesetzten Jack Sock. Der Amerikaner hatte zum Auftakt ein Freilos. Die deutschen Hoffnungen in Stockholm tragen nun der Augsburger Philipp Kohlschreiber, der Münchner Peter Gojovcik und Qualifikant Oskar Otto aus Köln.